Ja, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, heute geht es darum, wie finde ich für dieses Kirchenlied, in dem Fall Gotteslob Nummer 145, wohin soll ich mich wenden aus der Schubertmesse, den richtigen Pedalsatz, wenn ich es so vorfinde. Wir sehen, hier hat schon mal jemand radiert, das liegt daran, weil ich das Video zweimal machen musste. So, wie geht man jetzt vor, wenn man sowas vorfindet? Wir sehen also hier den Pedalton, der ist relativ in der Mitte. Wir sitzen ja über dem C, also ist das D eigentlich fast unter unserem rechten Fuß. Ja. Dann ein etwas höherer Ton, das Fis, und dann geht es auch gleich runter. Das heißt, ich würde empfehlen, man sieht es schon ein bisschen, es tut mir jetzt leid, die Lösung ist schon verraten, dass wir hier auf jeden Fall den rechten Fuß benutzen. Und natürlich hier dann den linken. Was bleibt uns dann anders über, als das D, das relativ egal war vorher, gleich mit links zu spielen, wenn hier der rechte Fuß benutzt wird. Also dann bestätigen wir das jetzt mal hier. Hier reicht es dann einfach, das zu übernehmen, das ist auch klar. So, jetzt sind wir hier, das bleibt also in dem Bereich. Und jetzt kommt ein Ton, der ist mit Abstand etwas höher, das E hier. Und dann das A. Ich würde also empfehlen, dieses E auf jeden Fall mit rechts zu spielen. Wir schreiben das jetzt mal rein. Man schreibt es mit Bleistift, damit man es im Falle des Falles wieder ausradieren kann. Bitte nicht verwechseln mit dem ersten Finger jetzt da. Es ist vielleicht etwas zu nah dran. Aber dann weiß man wenigstens, es gehört hier dazu. Und dann natürlich hier linker Fuß. Durch die Kamera zu schreiben ist ein bisschen schwierig, aber es geht. So, jetzt könnte ich mich natürlich hier entscheiden, links, rechts das A ist, links das H zu spielen. Das ist aber in dem Sinn blöd, weil der rechte Fuß, der ja hier oben ist beim E und vorher beim Fis war, dann extra wegen diesem einen Ton da runter müsste, über einen Quartsprung, dann wieder den Ton hier finden müsste. Es geht auch leichter, indem wir einfach hier alles mit dem linken Fuß spielen. Das ist ja alles nur Halbtonschritt, das heißt, man kann es eigentlich nicht verfehlen. Wir fangen also praktischerweise an, nehmen wir den Absatz nicht natürlich auf die Obertaste, geht ja auch gar nicht, sondern wir fangen hier mit dem Absatz an. Spitze, einfach zweimal, ist nicht notwendig, aber ich schreibe es jetzt trotzdem mal rein. Und hier beim H natürlich wieder den Absatz. Und das Ganze nochmal zur Bestätigung mit einer hoffentlich jetzt geraden Linie, es geht so durch die Kamera, wie gesagt. Genau, dann ist das schon mal bestätigt und das müsste dann rein von der Theorie her passen. Hier haben wir nochmal ein D, dass die Phrase zu Ende ist, hier einfach nochmal eine Bestätigung. Ich probiere das jetzt mal aus. Normalerweise spielt man das ja so, dass man die Knie möglichst zusammen hat, um einfach eine gute ergonomische Haltung hier zu haben. Ich sitze jetzt auch ein bisschen weiter hinten als normal. Ich tue jetzt die Knie einfach auseinander, damit man das hier sieht. Und teste das jetzt mal. Linker Fuß. Rechts. So, jetzt kommt eine Atempause in den Noten. Das heißt, ich kann auslassen, während der Atempause auf den Absatz wechseln. Das A ist mit der Spitze. H mit Absatz und der rechte Fuß ist sowieso noch vorher auf dem Fis gewesen, der ist jetzt hier schon so in der Gegend und der linke Fuß war auch gerade schon hier, A passt und der rechte Fuß wechselt jetzt noch zum D, also passt. So, jetzt die Hausaufgabe natürlich, das ist jetzt einfach Wiederholung, man braucht jetzt hier nicht rumtüfteln, Wiederholung einfach übertragen. Von oben. So, wir schauen mal, wie wir angekommen sind. Hier mit dem D, rechter Fuß, Entschuldigung, rechter Fuß. So, ich schreibe das immer ein bisschen weiter links, weil es kann auch mal sein, dass man einen stummen Wechsel machen muss, damit hier der andere Fuß noch hinpassen würde und dass man sieht, welcher kommt als erstes. In dem Fall könnte es sein, dass wir einen stummen Wechsel brauchen, weil ja jetzt ein Fis kommt, aber wir haben hier eine Atempause, das heißt, ich kann hier einfach absetzen und mit dem rechten Fuß das Fis spielen. Wieso mit rechts?
Könnt ihr auch links nehmen, aber das macht man nicht. Füße verschränken, zumindest nicht über eine Terz hinweg. Ja, klar, eine Tonleiter geht immer, aber so Fuß verschränken. Es würde natürlich gehen, dass man sagt, okay, ich muss hier sowieso noch höher rauf mit dem rechten Fuß. Dann nehme ich das Fis natürlich schon mit links und dann hier den nächsten Ton sieht man nicht. Das ist natürlich klar, aber ist in dem Fall nicht der Fall. Das heißt, ich kann hier mit links nur das Fis unten spielen, also muss ich hier natürlich den rechten Fuß benutzen. Das schreibe ich jetzt einfach hier drüber. Ich weiß ja sehr wohl, was Pedalsatz und Fingersatz ist. So, also hier Atempause nutzen. Dann ist hier mal klar links und zwar was? Spitze, weil Obertaste mit Absatz geht ja mal nicht. Also linke Spitze. So, jetzt schauen wir mal, wie geht es denn weiter? Wenn ich jetzt nur die beiden Töne anschaue, dann könnte ich natürlich das G mit rechts spielen, aber dann merke ich später, ups, da ist noch ein hoher Ton. In dem Fall ist er im Vergleich zu denen relativ hoch. Das heißt, ich würde den hier natürlich gerne mit rechts spielen. Das schreibe ich jetzt mir gleich mal rein. Für alle, die es noch nicht oder immer noch nicht wissen, was drunter steht, gilt für linken Fuß, was drüber steht über der Note, gilt für rechts. Ja. Ich sage es nur deswegen, weil man manchmal erlebt, dass das welche nicht wissen. So, jetzt das zweite Fis natürlich auch mit links und das G dann mit dem Absatz. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich hier noch Platz finde für meinen Pedalsatz. Absatz, den Fingersatz, den ich im anderen Video beschrieben habe, der ist doch etwas zu weit oben. Das liegt aber auch am neuen Orgelbuch, weil meiner Meinung nach die Seiten, die Zeilen etwas näher zusammen sind als im alten. Gut, man hätte diesen grauen Balken, den hätte man sich schenken können, aber man muss ja jetzt immer wissen, wie schnell man spielt, also Nebensache und mehrere Strophen. Gut, wir schauen jetzt, dass wir es irgendwie hinbringen, diese gerade Linie, dass ich das noch bestätigen kann, dass das hier alles mit einem Fuß gespielt ist. Das muss ich jetzt halt hier ein bisschen hinzirkeln, aber das geht. Man sieht zumindest, das ist der Pedalsatz, das ist der Fingersatz. Gut, und jetzt geht es ja dann relativ leicht weiter, das ist klar, eindeutig linker Fuß, rechter Fuß. Schauen wir mal, wie es, bevor ich das jetzt hier schreibe, wie es da weitergeht, würde passen. Also wenn jetzt ein höherer Ton käme, würde ich hier natürlich in dieser Atempause auf links einfach wechseln, aber wir bleiben einfach auf rechts. Ich bestätige das jetzt einfach nochmal, obwohl es jetzt überflüssig ist. Schaut jetzt aus wie 1,3, aber wir wissen ja, was wir geschrieben haben, wenn man es selber schreibt. Wenn es der Lehrer schreibt, weiß man es oft nicht, was es heißt, aber wenn man es selber geschrieben hat, und das ist ja das Ziel dieses Videos, dies zu lernen. Also, dann weiß man es auch besser. Also, rechter Fuß, dann hier natürlich linker Fuß. So, jetzt sehe ich hier, geht es kurz nach oben und dann schon wieder runter. Wie mache ich sowas da? Also ich könnte jetzt rechts, links und hier unten rechts, geht nicht. Also weil dann habe ich hier einen Knoten in den Füßen. Das würde zwar rein anatomisch schon gehen, aber ja, jetzt ist der linke Fuß hier hinten eingesperrt. Ist natürlich Käse. Ich könnte zwar das A jetzt mit links spielen, würde jeder sagen, ja, ist ja logisch. Aber nee, so macht man das nicht. Also rechts, links, rechts fällt aus. Ich möchte, also mein Ziel ist, diesen Ton hier mit links zu drücken. Ja, anatomisch natürlich besser und auch von der Gewichtsverteilung hier der linke Fuß, die äußeren Töne nach unten und nicht der rechte Fuß. Außer man spielt noch weiter runter, dann natürlich schon. So, jetzt bleibt mir natürlich, wenn ich hier links habe, dass ich hier entweder rechts nehme. Da aber der rechte Fuß hier eigentlich schon im Einsatz sein sollte, könnte ich natürlich hier. Ich spiele wieder so, wie man es eigentlich nicht macht. Manchmal spielt man so, aber dass man es sieht jetzt hier, könnte ich natürlich hier mit Absatz und Spitze arbeiten. Aber man sieht schon, aufgrund der Ergonomie, alles was ich mit dem rechten Fuß weiter links von der Orgel von Körpermitte spiele, das wird also nicht funktionieren mit Absatz und großer Zehe, weil ich dann den Fuß rumkippen muss und der Außenkante dann vom Fuß trotzdem auf dem A ist. Das heißt, die könnte gleich so spielen,
mit Innen- und Außenkante, wie man es eigentlich nicht macht. Das heißt, es bliebe nur die Möglichkeit, das mit Absatz und ja, eigentlich Innenkante zu spielen. Dann habe ich aber nur hier das F noch mit, also ist auch Käse. Was mache ich in so einem Fall? Also entweder, wenn es nicht anders geht, benutze ich halt hier, mache ich es halt so, oder ich spiele hier das mit rechts und benutze hier für das G den linken Fuß, allerdings jetzt natürlich nicht so, dass ich hier